Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Travels Sparks of Hope, The Last Spark Hunter. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von My Travels The Last Spark Hunter. Also das DLC dazu. Beim letzten Mal haben wir einen weiteren Spark gerettet, haben auch einen weiteren von unseren kleinen kugelrunden Freunden gerettet. Und heute wollen wir uns an dem Rätsel von dem Professor versuchen. Ich habe die Lösung jetzt hier für lange suchen müssen und habe sie tatsächlich gefunden. Es ist ein Hinweis für das Rätsel von diese Teile hier sind die Lösung. Ich wusste, dass ich unser Boot bezahlt machen würde. Also die zeigen mir an, wo ich einen Block hinsetzen muss. Ich habe mir von allen drei Dingern, die dazu da sind, schon Screenshots gemacht. Der eine, ich sage euch einfach mal, wo die anderen beiden sind. Statt dass wir jetzt hinfahren. Also der eine ist hier, den anderen habt ihr ja gerade gesehen, der ist hier zu finden und der dritte ist hier beim Eingang von dem hier. Also ich kann auch ruhig nochmal hinfahren, um euch das eben kurz zu zeigen. Ich habe mir aber auf jeden Fall von allen drei Dingern schon mal Screenshots gemacht. So, der eine muss einfach komplett gegenüber von der Sonne sein. Wir müssen uns die Position des Blocks einprägen. Noch ein Hinweis. Und einer muss halt einfach direkt vor das Teil. Professor Wunderlich wird begeistert sein. Prägt euch die Position des Blocks genau. Oder besser gesagt, eins hinter und eins vor dem Christding. Ja, und das mit der Sonne haben wir ja gerade eben gesehen. Einfach komplett gegenüber. Also, ja, eigentlich recht einfach, das Rätsel. Wenn man weiß, wo man die Dinger suchen muss. Also ich habe jetzt hier einmal abgegrast alles dafür, um die Dinger zu finden. So, der eine will dahin. Der will hier dazwischen. Und der wollte hier so neben dem Mond. Und geschafft. Noch relativ einfach. Okay, gut. Und haben einen Sternentrakt dafür erhalten. So, als nächstes können wir uns eigentlich direkt den Spark hier gönnen. Ja, ich hatte halt nicht gesehen, dass hier ein Weg ist, wo wir einfach zum Spark rüber können. Bist du denn für eine? Konfusius. Helden, toll, ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe eine Schatztruhe gefunden, aber sie ist verschlossen. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu öffnen. Und zwar mit einem uralten Piratenrätsel. Auf, ihr Leuchttürme, an eurem Platz. Erhebt euch und weist andere in den Weg zum Schatz. Wir sind Helden. Es wäre unschicklich und moralisch anstößig, unsere Energie für die Suche nach einem Schatz zu verschwenden. Aber wenn uns jemand darum bittet, ihm beim Bergen eines Schatzes zu helfen, tja, dann ist das natürlich etwas völlig anderes. Ja, umschreib es, wie du willst. Da sind fünf Säulen. Alle zusammen müssten die Truhe aufschließen. Ich kann sie aufrichten, aber ich kann sie nicht einschalten. Bibo, der Mechanismus der Säulen ist zwar kompliziert, aber eine deiner Bibo-Kräfte könnte sie vielleicht aktivieren. Ja, ich weiß sogar schon welche. Wenn die Truhe erst einmal offen ist, habe ich keinen Grund mehr hier zu bleiben. Dann setze ich meine besonderen Fähigkeiten nur noch für euch ein. Okay, einfach nur diese Säulen aktivieren. Ja, hätte ich dich mal früher angesprochen, ne? Dann hätte ich das jetzt einfach abgeben können. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich sehe ja sogar schon eine weitere Säule. Ach, guck mal, und die Leuchtteile, die zeigen mir sogar den Weg. In welche Richtung die nächsten Säulen sind. Nee, zumindest nehme ich es an, ja. Einfach dem Lichtstrahlen folgen. Okay, ein geschenktes Rätsel. Wahrscheinlich hier auch, aber versteckt. Weil die Richtung passt sonst nicht.
So, dort ist auch noch eine Säule. Die sehe ich von hier. Man kann übrigens nicht darunter fahren, falls ihr euch das fragt. Das habe ich schon ausprobiert. Was ist denn das für ein geschenktes Rätsel? Guck mal, da ist die letzte Säule. Hätte ich ja mal früher machen können. Beeple, der fünfte und letzte Leuchtturm ist aktiviert. Die Schatztruhe müsste entriegelt sein. Nichts wie das ist doch zu einfach. Von meuternden Freibeutern gestohlen wird. Stellt euch nur vor, wie enttäuscht unser neuer Spark-Freund sonst wäre. Ja genau, Beeple, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, dann öffnen wir mal die Schatztruhe. Ja. Ja, die Truhe ist entriegelt. Jetzt können wir uns in Golddublonen wälzen und mit Perlen schmücken. Wahrscheinlich nicht. Ja, sage ich doch. Wäre sonst zu einfach. Beeple, die Finsterzeitpfütze hat Hortus Melodicus noch weiter destabilisiert. Wir müssen sie sofort reinigen. Ich schwöre, davon wusste ich nichts. Ehrlich, ich hatte höchstens mit einer rostigen Angelausrüstung gerechnet. Nein, nein, das ist meine Schuld. Ich habe mir das selbst zuzuschreiben. Also viel zur Zeit. Alle besiegen, alle besiegen. Oh nein, dieses Schlachtfeld ist verflucht. Muss was mit Piraten zu tun haben. Ja, so fühlt sich an. Waffen sind verboten, aber unsere Techniken, Bewegungsfähigkeiten und Sparkkräfte sind verfügbar. Wie, ich darf Waffen nicht benutzen. Okay, da muss ich eben kurz anpassen. Was für eine Frechheit, ich darf echt meine Techniken nicht einsetzen. Ey, meine Angriffe. So, ich habe mir meinen Kumpel mitgenommen. Du darfst noch angreifen, oder? Ja, du darfst noch angreifen. Gut, beschäftige die hier oben. Muss ich mit Schockfällen und so weiter arbeiten. Ja, das ist ja wunderbar. Zack. So, frisst meine Schockwellen. Ja, da ist eine gute Sprengung. Der beschäftigt die da oben. Sehr gut. Das, was ich wollte, dass es passiert. Oh nö, jetzt ist er räumt. Okay, wie machen wir das hier an der Stelle? Erstmal gebe ich euch da hinten, glaube ich, die beiden Wellen, die ich gerade noch zur Verfügung habe. So, schön aus der Reichweite von der Explosion sein. Jetzt grätschen wir da. Und ich grätschen wir jetzt auch kaputt. Anders können wir hier nicht töten. Das ist mal schon eine starke Begrenzung, die wir hier haben. So, ich treffe tatsächlich beide. Ich gönne mir einfach zweimal extra Raserei. Endlich hat das Ding mal einen Sinn.
viel zu leicht. So, da hoch will ich aber jetzt gerade tatsächlich eigentlich noch nicht. Das ist mal eine wirklich ekelhafte Schlacht. In allen Punkten. Oh, das war gut. Danke. Einer weg. Genau die, die ich weghaben will. Die Drecksheiler. So, ich zwinge sie einfach näher zu kommen. Das sind solche Mistbiester. Die bleiben extra da oben stehen. So, mein Schleim her. Die angreifen. Meine beste Option halt, ne? Ah, endlich hat sich einer besiegt. Wir sind beide Heiler los. Es sind nur noch die einen da. Mein Plan ist es, den da oben erstmal lethargisch zu machen. Dass der uns in Ruhe lässt. Dann mache ich hier die Klinge und zersäbe den da. So, jetzt mit den anderen beiden da hoch und den letzten im Bunde umbringen. So, frisst meine Schockwellen. Ich fliege wahrscheinlich dabei auch runter, wenn ich jetzt hier den Angriff mache. Das passt eigentlich, weil ich dadurch wieder runterkomme. Tayonara. Brauche ich nur noch einen vernichten. Und den kann ich zu Tode grätschen. Ohne dass der sich wehren kann. Ach, der lebt noch. Habe ich gar nicht gesehen. Na gut, zu Tode grätschen kann ich den trotzdem. Und tot. Das wäre erledigt. Also ich muss schon sagen, das war mal ein richtig starkes Handicap. Pfütze freigesetzt und einen Teil von Hortus Melodicus in Gefahr gebracht. Aber ein bisschen Gold, ne? Dafür bekommen wir immerhin... was? Wie enttäuschend. Die sind doch überall. Ja, ist wirklich eine Enttäuschung. Was für ein Abenteuer. Nun, ein Spark, ein Wort. Ich hoffe, es ist noch ein Platz frei in eurer Mannschaft. Mein Freund, du erinnerst uns daran, dass es nicht um Ruhm und Reichtum geht, sondern um die Freundschaften, die wir unterwegs schließen. Du darfst an Bord kommen, Matrose. Ja, bin schon gespannt, was der kann. So, was kann der denn? Verwirrt einen zufälligen Gegner in Reichweite und es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 35%, zwei zusätzliche Gegner zu verwirren. Verwirrte Gegner greifen ihre Verbündeten an. Du bist mega gut. Und durch das Upgrade haben wir jetzt sogar drei zusätzliche Gegner. Du bist ultra gut. Du kommst bei mir auf jeden Fall ins Team. Ich muss noch den Rest anpassen wieder. So Leute, jetzt habe ich wieder alle angepasst. Jetzt wollen wir nur noch da hinten reingehen und müssen noch zwei Planetenmünzen mitnehmen. Wir können ja hier schon mal zwei der Waffen gönnen. Eine der anderen Waffen hatte ich schon gegönnt. Jetzt fehlt nur noch der Schall-Doppelklopper. Es kann ja sein, dass die letzte Planetenmünze auch irgendwie dahinter ist. So. Ich würde hier tatsächlich die letzte Planetenmünze noch vermuten, in dem Bereich hier. Jetzt muss ich nur erstmal den Steg suchen. Ah, hier haben wir ihn auch direkt. So, dann suchen wir mal, ne? Oh. So ein Rätsel.
Das gab's im alten Rabbids schon. Das war eins der coolsten Rätsel. Weil man da auch sich die Wege merken musste. Okay. Wahrscheinlich muss ich hier außen rum. Ein bisschen lästig. So, jetzt haben wir es endlich nach oben geschafft. Hier war zumindest ein geheimer Powerblock. Schon mal etwas. Da ging es nicht weiter. Da ist eine Immunität. Das wollte mir wahrscheinlich einfach nur den Weg hierhin sagen. Danke für den Cooldown. Cooldown-Uhr kann man immer gut gebrauchen. Muss ich nur an den Block da dran kommen. Der muss nämlich so ungefähr an den Anfang wieder zurück. So, rein damit. Und das Ei muss da hoch. Kannst ja schon mal tragen. Ist auch irgendwo ein Weg, der nach oben führt. Safe. Und wir haben ihn, glaube ich, schon gefunden. Warte mal. Ach, nee, nix, warte mal. Ich dachte gerade daran, hey, ich könnte doch eventuell hier an der einen Stelle den nutzen. Dass ich die einfach draufstelle und das Teil dann mit hochfährt, aber es geht ja nicht. Ich muss an einer anderen Stelle hoch. Das macht Sinn, dass hier im Weg ist, weil wie soll ich sonst den Block hier bewegt bekommen, ne? So, und jetzt einmal wieder zurückgehen und Ei mit nach oben nehmen. Deswegen habe ich das auch gerade weggeworfen. Guck mal, hier ist sogar eine Abkürzung. Ach, danke für die Bonusmünzen, die sehe ich ja jetzt erst. Ja, und kleiner Kumpel gerettet, würde ich sagen. Ja. Flieg zurück nach Hause. Warum ist denn nochmal eine Finsterzeit? Wer hat darauf gezippt? Wer hat Finsterzeitpfütze gesagt? Wow! Mario, muss einen Monat lang meine Wäsche waschen. Irgendwas ist ja immer nicht einfach. Na dann los. Ja, da hast du irgendwo recht, Bipo. Irgendwas ist immer los. Jetzt darf ich erstmal wieder zurück. Aber ich will mich hier mit dem Boot einmal noch drumherum umschauen. Vielleicht ist hier noch was. Wenn nicht, seht ihr mich bei dem anderen Punkt.
Also Leute, hier ist auf jeden Fall noch ein Stück Geschichte an dem Punkt hier. Das Ungeheuer war von Allegras Biophonie aus seinem Schlummer erweckt worden. Oh, ich weiß genau, wer es das ist. Wasser über die Melodiengärten, woraufhin endlich wieder die verlorene Melodie erklang. Ich hoffe, ihr habt es auch schon erkannt. So Leute, ich habe außer der einen Nachricht bei dem einen Gebiet nichts gefunden, aber wir können ja hier jetzt noch eben kurz das kleine bisschen machen, ne? Hier war noch ein Geheimweg. Also, da ich in dem anderen Gebiet nichts gefunden hatte, hatte ich mir dann halt schon gedacht, dass hier noch irgendwo ein Geheimweg sein muss. Irgendwer von euch Fettsäcken steht da drauf. Das will jedenfalls nicht nach da oben. Das, was ich gerade in den Pfoten habe. Aber wir wissen, wo die Note dahin will. So, hier ist schon mal eins mehr. Die Kugel ist jetzt wieder da hinten. Hinterfragt nicht wieso. Ich kann mit dem dummen Ding nicht klettern. Aber irgendwo will die Kugel ja hin. Ist sie schon wieder weggespawnt? Das gibt's doch nicht. Frechheit. Ach, hier ist auch noch mal ein bisschen Geschichte. Die Fremde, Allegra, hatte ihre Stimme mit der Natur vereint und die Biophonie war neu geboren. Vielleicht wird sie es sein, die uns zur verlorenen Melodie führen kann, sagten wir. Ach, noch mal ein bisschen extra Geld. Immer dieses kleine Taschengeld. Ah, und ich sehe auch, wo die Kugeln hin will. Ich sehe es jetzt von hier oben aus. Los. Da, wo der Kanonikus im Weg steht. Der wird mich überhaupt nicht nerven. So, rein damit. Wahrscheinlich versteckt hier oben. Ja, aber zumindest ein paar Münzen nochmal. Und da ist das letzte Marimba-Stück. Okay, hier in dem Gebiet ist dann aber safe keine weitere Münze mehr, weil ich war jetzt hier wirklich überall. Okay. Ja, Leute, wir haben jetzt hier noch das Melosphären-Melodrama als nächstes vor uns. Ich habe jetzt gerade die ganze Karte nochmal abgesucht. Also, hier, das haben wir jetzt gerade gemacht. Da waren wir überall. Da und da kann man eh nicht hin. Zumindest habe ich keinen Weg dahin gesehen. Und hier waren wir auch überall. Da braucht man nicht drüber reden. Also wir haben wirklich den kompletten Weg einmal abgelaufen. Und da waren wir auch nochmal zusätzlich. Da waren nur die blaue Münzenherausforderung. Und da waren wir auch vom Prinzip her überall, weil da gab es ja nur das hier. Und da war eine Münze versteckt. Plus halt die zwei Jagden, die wir schon abgeschlossen haben. Ich gehe in der Annahme, dass hinter diesem Tor tatsächlich irgendwie noch eine weitere dieser Planetmünzaufgaben wartet. Weil vom Fortschritt her fehlt ja auch noch ein weiterer Waffenskin, neben dem, den wir kaufen können. Plus drei Erinnerungen, die wir wahrscheinlich sowieso jetzt demnächst bekommen. Und ich würde halt wirklich davon ausgehen, dass wir diesen Waffenskin zusammen mit der Planetenmünze bekommen.
Das ist meine Vermutung. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!